Das Wort hält nun die Kollegin Sibylle Pfeiffer für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, in meinem Wahlkampfflyer von 2002 stand: Ich möchte gerne Entwicklungspolitik machen, weil ich die Lebensumstände der Menschen vor Ort helfen möchte zu verbessern, damit sie ihre Heimat nicht verlassen müssen. Sinngemäß. Kann man sagen, war beidseitig, vorausschauend oder vielleicht auch nur, warst du eine Hexe? Was hast du gesehen damals? Keine Ahnung. Aber seit 2002 habe ich drei Entwicklungsminister erlebt. Eine Ministerin, zwei Entwicklungsminister. Und wenn ich mir den entwicklungspolitischen Bericht, den wir jetzt heute hier diskutieren, betrachte, ist das, was wir jetzt vorlegen nach 4 Jahren Minister Müller, das, was ich mir unter nachhaltiger, weitsichtiger, vorausschauender und effizienter Entwicklungspolitik vorstelle. Das ist keine Kunst, wenn ich das denke, was dann vorher geleistet worden ist. Das ist, also bitte, das ist dann vielleicht offensichtlich doch eine Kunst, weil es war, es ist schon wirklich weisend, wegweisend, wie weise, klug und weitsichtig gleich als erstes die Sonderinitiativen in Gang gesetzt worden sind. Eine Welt ohne Hunger, Stabilität in Nordafrika und im Nahosten, Fluchtursachen bekämpfen, weit vor den Problemen, als sie sich überhaupt erst mal stellten. Auch das ist weitsichtig, klug und weise. Ein Textilbündnis in Gang zu setzen mit Empathie und Engagement, das ist das, was unser Minister verbreitet hat in den Medien, in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft. Das ist das, was uns fehlte. Jawohl, wir gehören in die Mitte der Politik. Wir sind ein Teil der guten Außenpolitik, die Deutschland an sich macht. Aber machen wir uns nichts vor, liebe Freunde. Wir versuchen immer, habe ich jedenfalls das Gefühl, wir versuchen immer zu suggerieren, wenn wir erst mal genug Geld haben, dann ist alles in Ordnung. 0,7 als Mantra, haben wir erst mal 0,7 erreicht, ist die ganze Welt in Ordnung. Erstens. Das Zweite, was wir versuchen zu suggerieren, ist, wir, Deutschland, kann die Welt retten. Liebe Freunde, wir sind ein ganz, ganz kleiner Teil in dem großen Rad, was gedreht werden muss von der internationalen Gemeinschaft. Dass wir uns da effektiv einbringen und dass wir da effiziente Arbeit machen und da wir da dringend gebraucht werden, auch mit unseren Ideen, auch mit unseren Strategien, auch mit unseren Kenntnissen von Strukturen vor Ort, von Gesundheitssystemen zum Beispiel, von Bildungssystemen und Ähnliches, da sind wir gebraucht, da sind wir gefragt. Und wenn wir das hinkriegen und wenn wir unsere eigene Arbeit erstmal richtig sinnvoll machen, dann finde ich, haben wir schon sehr viel geleistet. Gestatten Sie mir einen kurzen Ausblick auf die Herausforderungen der Zukunft. Wo sind denn die großen Themen? Das eine große Thema ist das Thema Weltbevölkerungswachstum. Der Minister hat es schon gesagt, wie können wir dem begegnen? Hauptsächlich mit Bildung und Ausbildung der jungen Frauen und der Mädchen. Wir brauchen die Frauen auch in Arbeit. Das ist langwierig, das ist, sind auch nicht die einzigen Maßnahmen. Langweilig, Geduld, und das ist übrigens langwierig und Geduld, das ist das, was wir in der Entwicklungspolitik überhaupt brauchen, einen langen Atem, viel Geduld und viel Mut. Wir werden als nächstes die große Herausforderung der Energieversorgung in den sich entwickelnden Ländern haben. Das wird eines der Hauptprobleme sein. Wie bekommen wir die industrielle Entwicklung in den Ländern vor Ort hin, ohne dass wir die Industrialisierungsmechanismen haben, wie wir sie hatten, wie wir sie heute zum Glück nicht mehr auch exportieren, sondern wir brauchen dort andere Mechanismen, die die Energie zu einer Entwicklung hinkriegen. Und wird das Thema Klima. Das Thema Klimawandel ist in den Ländern, wo wir tätig sind, eigentlich das große Thema überhaupt. Das ist eine weltweite Aufgabe, das ist eine internationale Aufgabe, das ist eine Aufgabe der internationalen Gemeinschaft. Dem müssen wir uns stellen, dem müssen wir mitmachen, und das werden wir auch so hinkriegen, wenn wir uns ordentlich einsetzen. Ich glaube, es ist richtig und gut, dass wir die Entwicklungspolitik aus dieser Ecke herausgeholt haben, wo das Weltverbesserertum und auch der Altruismus Überhand hatte. Wir sind in der Realität angekommen.
Entwicklungspolitik ist muss realitätsnah sein, muss den Anforderungen genügen, muss feststellen, wo sind die Notwendigkeiten, welche Notwendigkeiten sind vor Ort mit unseren Partnern zu erledigen. Das ist das, was wir in Zukunft viel, viel mehr brauchen, nämlich nicht sagen, wie es besser geht, sondern die Länder mitnehmen, sie vor allen Dingen an ihre Eigenverantwortung, nicht nur appellieren, sondern sie massiv einfordern, auch unter Druck, auch unter gewissen Voraussetzungen, dass sie auch ihre eigenen Gelder einsetzen, ihre eigenen Ressourcen einsetzen, ihre eigenen materiellen Fähigkeiten, ihre eigenen geistigen Fähigkeiten. Wir brauchen die Länder dabei, sonst können wir gemeinsam nicht reüssieren. Und was der Entwicklungspolitiker der Zukunft braucht, ist immer noch einen langen Atem. Immer noch Geduld, aber vor allen Dingen braucht er Frohsinn, Mut und Zuversicht. Das wünsche ich Ihnen alle, liebe Kollegen, die sich in Zukunft auch mit Entwicklungspolitik befassen.